Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen bei Mehr Perma als Kultur. Ich will euch heute mal zeigen, wie ich so meinen grünen Smoothie sammle oder unseren grünen Smoothie zum Frühstück. Und da bin ich jetzt mal hier draußen rum. Ich habe eine Mütze auf, es ist schon wieder ganz schön kalt geworden und bei meinen wenigen Haaren brauche ich die. Also ich zeige euch jetzt mal, was ich so sammle. Ne? So, also hier habe ich schon mal was gesammelt. Ein bisschen Herbstlöwenzahn ist drin, Brennnesselspitzen, Brennnesselblätter. Da kann ich auch diese Erdbeeren oder wilden Erdbeeren, die jungen Blätter, nehmen. Die mag meine Frau nicht so, habe ich es jetzt nicht drin. Was wir hier noch haben, sind Himbeeren. Himbeerblätter sind auch gut. Die können auf jeden Fall mit rein. Ich will nicht zu viel abmachen, sind ganz junge Pflanzen. Und dann zeige ich mal hier, ich nehme bei den Brennnesseln nur die Spitzen. Das sind Sachen, das junge Gemüse. Dazu halte ich normalerweise mit einer Hand fest. Schnipp ab. Dann habe ich die Brennnesselspitzen. Also jetzt sind die Brennnesseln so jung, man könnte auch mehr von der Pflanze nehmen. Allerdings, das ist eine sehr stark brennende Sorte hier. Und deswegen, wir nehmen nur die Spitzen, ist ja genug von da. Und gleich geht's weiter. So, also wir haben hier noch das fünfblättriges Fingerkraut. Das kann auch in großen Mengen in den Smoothie rein. Oder hier, in Nelkenwurz. Kann auch mit rein. Von den fünfblättrigen Fingerkraut haben wir sonst viel mehr gehabt. Und hier was ganz Leckeres. Das ist Sauerampfer. Ganz normaler wilder Wiesensauerampfer. Was da ist, kommt mit rein. Kultursauerampfer wird natürlich viel größer, die Blätter. Und die habe ich alle schon abgeerntet, was da noch da war. So, die Brennnesseln habe ich jetzt erstmal für ausreichend erklärt. Und jetzt hole ich mir noch Luzerne. Die Luzerne. Die steht hier, bekannt vielleicht als Alfalfa. Natürlich auch nur die Spitzen, sonst wird es schon zu bitter ein bisschen. Die ist schon so relativ groß. Ich guck mal, hier ist nicht allzu viel. Hier habe ich schon mal mehr. So, also Alfalfa ist jetzt mir für mich genug. Hier haben wir noch schön breitwegerig. Nehme ich auch ein paar größere Blätter. Der ist hier leider etwas karg. Der Boden ist ziemlich mager. Es ist nicht der satteste Boden, aber eine schöne bunte Wiese. Kann hier auch noch ein bisschen. Ne, das ist halt. Ach hier. Das müsste Wicke oder Serradella sein. Nehme ich auch manchmal ein bisschen was rein, eine Spitze. So, und dann haben wir noch hier, was ganz auch lecker schmeckt: junge Blätter vom Ahorn. Davon nehme ich mir auch noch einige. Und. Kirschblätter. Junge Kirschblätter schmecken auch sehr gut. Und davon kann ich jetzt auch reichlich noch reinmachen in den Smoothie. So, und Brombeerblätter. Ganz lecker. Allerdings Vorsicht, stachlich. Nehme ich immer einen Blattansatz weg. Das wächst hier ja, wie Unkraut, ne? Könnte man so sagen. Wir haben hier viele, viele Brombeerstücken. Da habe ich auch noch mal Nelkenwurz stehen. Stachelt schon ein bisschen. Also die Stacheln, die mit dabei reinkommen, keine Angst, die macht der Vitamix klein. Stören nicht. Dann macht man Nelkenwurz. Kann man noch ernten. Wenn es dann größer wird, schmeckt er nicht mehr so gut. Das ist Nelkenwurz. So, jetzt hier bin ich in der Ecke, wo ich mehr Löwenzahn habe. Bei dem Löwenzahn kann ich locker die Blüten mitnehmen. Die haben auch ein bestimmtes Aroma, viele kennen ja Löwenzahnhonig, kann man auch selbst einlegen. Ich merke gerade durch das Wechseln. Also man kann das natürlich auch nehmen und nicht auch. So, Löwenzahn und dann haben wir hier was, guck an. Das ist Wiesenbärenklau. Nicht Riesenbärenklau, sondern Wiesenbärenklau. Der macht sich auch sehr schön im Smoothie. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Immer noch weiter, hier haben wir noch Löwenzahn, den nehme ich auch noch mit rein. Und da ist auch noch mehr Wiesenbärenklau. Kann ich alles nur empfehlen. So, hier haben wir noch eine ganze Menge Schaboxkraut. Könnte ich jetzt ein paar Spitzen mit reinmachen, ist aber eine ziemliche Fummelei. Ist ein bisschen klein. Was ich noch gerne nehme, das ist neben den, wo sind sie denn? Wir haben hier eigentlich noch einiges an Gier stehen.
suche ich den Giersch. Wo ist er? Da. Da war Giersch. Giersch. Giersch macht sich auch immer ganz gut in großen Mengen als Pesto oder einfach mit rein ins Musi. Was nochmal? Ja. Wilde Erdbeere oder Walderdbeere. Hier ist noch genug Giersch. Und da ist natürlich lecker. Das ist junger Giersch. Der schmeckt doch gleich so. Mm. So, hier haben wir jetzt noch Zitronenmelisse. Das bringt einen schönen Geschmack. Die ist dieses Jahr ein bisschen spät oder noch etwas dünn gesät. Aber die kommt noch. Die wird noch richtig groß. Und die duftet ja schon herrlich. Jetzt muss ich mal gucken. Zum Geschmack nehme ich gerne noch ein bisschen Pfefferminz, ob ich da noch was finde. So, das ist jetzt die Ausbeute an Wildgrün, was alles in den Vitamix reinkommt. Dann ist er schon ziemlich voll. Dann kommen noch dazu ein paar Bio-Äpfel für den Geschmack, ein paar Bio-Bananen, eine ausgepresste Zitrone, die presse ich noch aus. Und ganz zum Schluss, nachdem ich das meiste gemixt habe, oder also mit, natürlich mit Eiswürfeln und gereinigtem Wasser, dann kommt noch eine Avocado dazu. Die macht das Ganze total lecker cremig. Jo, und dann mache ich jetzt gleich mal Krach, indem ich alles in den Vitamix stopfe. Ja, so, fertig ist er, der grüne Smoothie. Und jetzt lasse ich ihn mir schmecken. Also gemixt mit Vitamix. Was alles drin ist, habt ihr gesehen. Das jeden Tag. Mal nochmal eine Ausnahme, wenn ich mal unterwegs bin, dann mache ich mir natürlich keinen. Aber ja, wenn wir zu Hause sind, jeden Tag jetzt ein grüner Smoothie in der Frühjahrszeit. Gerade jetzt ist es überhaupt kein Problem, diese ganzen vielen Wildgrüne zu finden. So, also die Zutaten wisst ihr, kann jeder gerne nachmachen. Sehr gesund und durch die Bananen und die Äpfel auch sehr wohlschmeckend. Okay, tschüss. Achso, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch oder ein Abo. Tschüss.